Schließt die Energiekupplung an und schaut, was wir wegen der Abgassignatur unternehmen können. Ja, Sir. Hey, Ziffer, darf ich euch den Rest des Geheimdienstes vorstellen? Irgendwie traurig, hm? Diese Jungs können noch nicht mal eine anständige Runde Sabak spielen. Habt ihr sie schon ausgenommen oder haben sie kapiert, dass ihr betrügt? Es geht doch gerade ums Betrügen. Mann, es ist gut, euch zu sehen. Sie sollten tot sein. Eure alten Bosse haben die Flucht geplant. Ich habe Jobs für sie erledigt. Die Bezahlung ist schlecht. Aber ich wollte an die Typen rankommen, die uns reingelegt haben. Der Geheimdienstminister hat vorgeschlagen, sie einzusetzen. Er hatte recht. Sie ist sehr gut. Ihr hättet das nicht vielleicht schon auf Corellia erwähnen können? Ihr musstet das nicht wissen. Die Sicherheit war, Sie sollten sich nicht bewegen. Ich werde eine frische Dosis vorbereiten. Der Minister hat uns zusammengeführt, nachdem der Geheimdienst aufgelöst worden war. Er hat meine Behandlung beschleunigt und einen Kern aus loyalen Agenten angeheuert. Wir arbeiten daran, das Hauptquartier des Sternenkomplotts zu finden. Er wird den Rest im Konferenzraum erklären. Wir arbeiten ohne Genehmigung, nicht wahr? Ich kann nicht. Tut mir leid. Ich kann nicht darüber nachdenken. Ich wurde zu Loyalität erzogen und... Ihr Gehirn kann nicht seine volle Leistung erbringen. Bitte überanstrengen Sie es nicht. Es tut mir leid. Fügt den Leuten, die mir das angetan haben, Schmerzen zu. Ihr wolltet mich sehen, Minister? Ja, kommt herein. Das Schiff und die Crew waren Geschenke von Darth Yadus. Auch wenn er ziemlich abgelenkt ist, ist er immer noch im Bilde. Ich schätze, ich muss euch danken. Das Sternenkomplott hat uns ziemlich ruiniert. Ihr seid verantwortlich für das, was passiert ist. Ihr hättet darauf vorbereitet sein müssen. Ich habe meinen Einfluss so weit geltend gemacht, wie es ging. Bei noch mehr Druck hätte man eure Kollegen höchstens als Kanonenfutter in gefährlichen Missionen eingesetzt. Aber auch ohne den Geheimdienst konnten wir durch eure Arbeit auf Corellia die Kommunikation der Verschwörer zu einer Raumstation in der Nullzone zurückverfolgen. Wir glauben, dass die Station als ihre Operationsbasis dient. Was wissen wir? Größe? Spezifikationen? Der Hyperwellensilhouette zufolge könnte sie als Tankposten durchgehen, aber die Energiewerte sind verschlüsselt. Ich möchte, dass ihr mit eurem Team sofort dorthin aufbrecht. Jegliche Verzögerung könnte dazu führen, dass der Feind entkommt. Schaltet alle anwesenden Mitglieder des inneren Kreises aus und sichert ihre Aufzeichnungen, die Namen ihrer Anhänger, ihre Ressourcen und jedes schmutzige Projekt, das sie unterstützt haben. Habt ihr mit den Informationen etwas Bestimmtes vor? Mit den Geheimnissen des Sternenkomplotts können wir die Galaxis nach den restlichen Verschwörern durchkämmen. Sonst würden sie sich schon bald wieder neu formieren. Natürlich haben die Geheimnisse der Verschwörer auch noch einen anderen Nutzen. Wenn die Krise vorbei ist, werden die Sith wollen, dass sie in sicheren Händen sind. Ich bin sicher, mein Lord wird eure Überlegungen zu schätzen wissen. Ziffer, ich bedauere viel, was unser Verhältnis betrifft. Ich habe euch in eine Situation gebracht, in der sich niemand befinden sollte und habe danach schnell meine Hände reingewaschen. Ich habe zugelassen, dass andere meine Fehler wiederholen und euch den Verstand rauben. Aber denkt an eines. Wenn ihr ändern könntet, wer ihr seid, würdet ihr diese Gelegenheit ergreifen? Das Schiff ist modifiziert und bereit. Sie kann unentdeckt zur Station kommen. Der Einsatz beginnt. Haltet die Verschwörer auf und bringt alles zurück, was sie gestohlen haben. Ihr habt meine Gehirnwäsche genehmigt. Gebt mir keine Ratschläge und bittet mich nicht um Hilfe.
Verstanden. Euer Schiff wartet. Habe ich kürzlich erwähnt, wie sehr es mir gefällt, Ihnen zu dienen? Ich bin ein glücklicher Druide. Hier der Aufseher. Ihr nähert euch jetzt der Station. Solange ihr einen Kanal offen lasst, kann ich euch beobachten. Wir werden euch beim Angriff zur Seite stehen. Vertraut ihr mir etwa nicht? Ich will mir das nur nicht entgehen lassen. Euer Schiff ist getarnt, aber sobald ihr angelegt habt, müsst ihr rasch vorgehen. Schaltet jeden der Verschwörer so schnell wie möglich aus. Wir werden auf die Jagd machen, die nicht persönlich anwesend sind. Ihr müsst sie nur identifizieren. Ausgelöscht.
Ihr wollt sagen, dass ihr Corellia verloren habt? Es werden bereits Anpassungen vorgenommen. Striver kümmert sich um die Mandalorianer. Seht ihr? Alles in Ordnung. Keine Holofallen diesmal, keine Verzerrungen. Ich arbeite an der Identifikation der Stimmen. Das ist Hunter, der Twi'lek aus der Aufzeichnung. Verfolge Hyperwellenkommunikation. Ich kenne eure Tricks. Für euch ist vielleicht alles in Ordnung. Aber ich werde erst zufrieden sein, wenn unsere Ziele für die Autopsie bereit sind. Yem Lexende, Sonderdirektor der Cherka Corporation, Nummer 1. Zumindest ist Tol Braga tot. Jetzt suchen wir unser Gleichgewicht, während die Welt ins Wanken gerät. Sir Trilak vom Mekrosa-Orden der Attentäter, Nummer 2. Streicht seinen Namen von der Liste. Eindringling! Der Tod kommt. Überleben gesichert. Ihr gehört nicht mal zu ihnen. Sie werden euch immer beherrschen. Die Jedi und die Sith. Ich habe einige der Hologramme identifiziert. Ich schicke Akten ans Militär, nach Korriban und an die Kopfgeldjägergilden. Jeder, der mit diesem Treffen zu tun hatte, ist jetzt ein Staatsfeind. Gebt mir eine Stunde, dann bringe ich die Republik und das Huttenkartell dazu, sie auch zu verfolgen. Es ist schwer, den Verschwörer zu spielen, wenn einen die halbe Galaxis tot sehen will. Das ist Sinn der Sache. Einige der Verbrechen, die ich Ihnen zuschreibe, sind sogar echt, aber ich brauche mehr. Das Sternenkomplott bewahrt seine Geheimnisse auf dieser Station auf. Wenn wir das hier zu Ende bringen wollen, müssen wir herausfinden... Euer Signal wird gestört. Sprecht später mit euren hirntoten Freunden. Ihr seid verschwunden, bevor die Schießerei losging. Habt ihr endlich euren Mut gefunden? Ich musste das Verteidigungssystem der Station aktivieren. Ich dachte mir schon, dass ihr nicht allein kommen würdet. Aber lasst mich eins klarstellen. Den inneren Kreis zu töten bringt euch keinen freien Zugang zu unseren Daten. Ihr wollt wirklich wissen, was wir sind? Ihr wollt die Schlüssel zur Galaxis? Holt sie euch doch! Könntet ihr nicht einfach sterben? Es wäre so einfach gewesen. Yeah.
Kein Zurück mehr. Davon habe ich geträumt. Davon, wie wir zwei uns gegenseitig in Stücke reißen. Wer hätte gedacht, dass uns eine imperiale Ziffer gefährlich werden könnte? Ihr seid ein kranker Mann mit kranken Träumen. Lügnerin! Es liegt jetzt in euren Händen. Alles, was wir erreicht haben, alles, was wir vor euch versteckt haben. Ihr seid die Letzte wie wir, die noch übrig ist. Ich vertraue euch alles an und ich möchte euch noch eine letzte Sache zeigen. Keine Geheimnisse mehr, keine Täuschung mehr. Zugriff auf schwarzen Kodex erkannt. Scanvorgang läuft. Identität bestätigt. Sternenkomplott, Datenbanken intakt. Die Technologie wurde erweitert, aber der Kern ist 957 Jahre alt. Der Feind ist besiegt. Verehrte Han von Yardus, unser Lord schickt uns, um euch zu helfen. Aber wir wurden aufgehalten. Bitte verzeiht uns. Unser Lord bekundet Interesse? Darth Yardos ist sich aller Dinge bewusst. Uns wurde berichtet, diese Verschwörung hätte viele Geheimnisse angesammelt. Gebt uns Ihre Aufzeichnungen und wir werden sie Lord Yardos überbringen, auf dass sich sein Ruhm vergrößere. Wie ihr wünscht, mein Lord. Sie beweisen Schwäche. Wir müssen aufbrechen. Danke, verehrte Hand. Ihr habt uns einen großen Dienst erwiesen und er wird davon erfahren. Ja.
Hey, haben alle die Show gesehen? Wir haben's denen nämlich richtig gezeigt. Besser könnte man es nicht ausdrücken. Ziffer, ich konnte eure Lebenszeichen überwachen, nachdem wir den Kontakt verloren hatten. Ich bin froh, dass ihr noch am Leben seid und dass ihr erfolgreich wart. Ihr könntet glücklicher klingen. Solche Siege erringt man nicht alle Tage. Ich weiß, ich bin erschöpft und es gibt noch viel aufzuräumen. Aber ihr habt es euch verdient zu feiern. Eure Selbstbeweihräucherung kann warten. Aufseher, ich brauche euch beim technischen Team. Ziffer, ihr kommt bitte mit mir. Grüßt den Mann von mir. Ich sorge dafür, dass ihr nichts verpasst. Ich wurde von Lord Illikid informiert. Ihr habt die Geheimnisse der Verschwörer zu Darth Yadus gebracht. Wir müssen die Sith nicht als Feind betrachten. Erbärmliche Männer, die sich hinter ihrem Titel verstecken, haben das Imperium schon zu lange geschwächt. Nun, wenn ihr glaubt, dass unsere Lords uns in die richtige Richtung führen, kann ich euch versichern, dass ihr dem Imperium auf seinem Kurs weitergeholfen habt. Die Sith werden zufrieden sein. Der imperiale Geheimdienst wird nicht wieder aufgebaut. Und Frauen wie ihr werden an der Spitze der Nachfolgeorganisation stehen. Eine verdiente Belohnung. Lord Yadus hat versprochen, dass die Spezies im neuen Imperium keine Rolle spielt. Er hat sein Wort gehalten. Die Spezies wird keine Rolle spielen. Wie so vieles. Man redet schon von eurer Position in der neuen Welt des Sith-Geheimdienstes. Ihr werdet zahlreiche schmutzige Projekte leiten und die Geheimnisse der Verschwörer als Waffe einsetzen. Möge der Imperator euch helfen, denn ich kann es nicht mehr, Ziffer. Oder wie man euch da nennt. Unter eurer Leitung wurde Cassidy von Terroristen angegriffen, ich umprogrammiert und die Operationsdivision aufgelöst. Ich komme ohne euch besser zurecht. Jetzt werdet ihr erkennen, was wir im Bündnis mit den Sith erreichen können. Keine Bürokratie, kein Sternkomplott. Die Dinge werden sich ändern. Dann seid bereit. Ihr werdet dunkle Zeiten erleben. Das wäre alles, Agent. Passt auf euch auf. Eine warme Mahlzeit vielleicht? Etwas Konversation? Eine Fußmassage? Sagen Sie es nur. Bereite den Abflug vor. Wir verschwinden. Analysiere Sprungverlauf. Ja, weil wir Trottel ja auch keinen Navi-Computer bedienen können. Wie war das Treffen? Ist alles in Ordnung? Den imperialen Geheimdienst gibt es nicht mehr. Und das ist gut so. Das neue Imperium gehört uns. Faszinierend. Dann werden wir heute Abend auf den Fortschritt trinken. Ich bin froh, dass wir unsere Pflicht erfüllt haben. Stelle eine Nachricht durch. Einen Moment. Hier ist das Kommandoschiff Tenebris. Die Sith werden Fragen haben. Was habt ihr vor, während wir alles regeln? Ich werde diejenigen finden, die das Imperium bedrohen, und sie werden einer nach dem anderen verschwinden.
Verstanden. Viel Glück. Da draußen ist eine ganze Galaxis. Wen belügen wir als nächstes? Dr. Loken erzählte mir Geschichten über meinen Vater aus seiner Zeit beim Geheimdienst. Alles Lügen, denke ich, aber das ist schon in Ordnung. Was würdet ihr davon halten, wenn ich ein paar persönliche Gegenstände an Bord brächte? Ich habe schon seit Jahren nicht mehr Melodium gespielt, aber in letzter Zeit hatte ich immer wieder das Bedürfnis. Ihr klingt schon fröhlicher als bei unserem letzten Gespräch. Wir erfüllen für das Imperium schwierige Aufgaben. Das weiß ich. Aber mir ist klar geworden, dass es vielleicht an der Zeit ist, nicht mehr rund um die Uhr nur meine Pflicht zu tun. Eine 14-Stunden-Schicht ist genug. Darf ich kurz um eure Aufmerksamkeit bitten? Wenn man bedenkt, was die Crew in letzter Zeit durchgemacht hat, denke ich, dass wir mal feiern sollten. Ihr solltet mitkommen. Für die Moral. Wir können alle etwas Abwechslung vertragen. Ich bin dabei. Kommt schon. Ihr könnt mich vor Dr. Loken beschützen. Ich möchte, dass ihr es zuerst erfahrt. Ich habe das Angebot abgelehnt, mich der Brigade der Toxisoldaten auf Quesh anzuschließen. Vor ein paar Tagen habe ich ein persönliches Transferangebot von Major Janus bekommen. Durch meine Zeit auf Hoth gelte ich als einsatzfähig unter widrigen Bedingungen. Einsatzfähig unter widrigen Bedingungen? Als nächstes bekommt ihr noch die Fortschrittsmedaille. Ihr müsstet nur den Vorschlag einreichen. Es gab eine Zeit, in der ich es wirklich in Betracht gezogen hätte. Wegen der Beförderung, weil ich dort untertauchen könnte. Aber jetzt stehen die Dinge etwas anders. Es macht mich stolz, an eurer Seite für das Imperium kämpfen zu dürfen. Bis zum Ende. Ich bin stolz, euch an meiner Seite zu haben. Danke. So, ich glaube, wir hatten noch irgendeine Mission zu erfüllen. Sollen wir? Agent, ihr sollt Zeuge sein. Dr. Loken hat zugestimmt, mit uns die Kars-Fälle zu bereisen, wenn wir die Oper in Kars City besuchen. Vectors Musikgeschmack ist ehrlich gesagt eher schlicht. Ich versuche lediglich zu helfen. Dann ist es abgemacht? Das kann warten. Aktuell müssen wir drei etwas anderes besprechen. Ich denke, ihr habt unsere Aufmerksamkeit. Wie ihr beide wisst, habe ich das Projekt Proteus untersucht. Eine inoffizielle Abteilung des Imperialen Forschungsbüros. Die Leute, die euch tot sehen wollten. Exakt. Ihre Forschung konzentriert sich auf Genmanipulation mit fremdartigen Genen. Ich habe ihre Akten studiert und auch eure Physiologie, Vector, und bin zu einem Schluss gekommen. Projekt Proteus hat euer Treffen mit den Killix arrangiert, damit sie die Verbindung studieren konnten. Vector hat für den diplomatischen Dienst gearbeitet, nicht für das Forschungsbüro. Proteus hat Geld. Es war kein Problem, Vectors damalige Vorgesetzte um einen kleinen Gefallen zu bitten. Der Teil überrascht uns nicht. Wie auch immer, ich glaube nicht, dass es etwas Persönliches war. Sie wollten ein Testsubjekt und ihr wart bereits auf Alderaan. Wenn das stimmt, was bedeutet das für Vector und den Rest von uns? Sie werden Akten über die Killix haben. Möglichkeiten, die Verbundenen zu verletzen oder zu heilen. Vielleicht haben sie Vector verändert.
oder ihn einfach nur beobachtet. Ich halte es für eure Pflicht, Projekt Proteus aufzusuchen und ihrem Treiben ein Ende zu setzen. Um Vectors wie um meinetwillen. Ihr habt eine Menge Daten von diesen Leuten besorgt. Beendet eure Aufgabe. Mit Vergnügen. Wenn ihr uns entschuldigt, wir würden gerne mit dem Schwarm kommunizieren. Ihr werdet meinen Rat nicht wollen, aber ich gebe ihn euch trotzdem. Vector weiß, wer er ist. Gebt ihm Zeit, damit er sicher sein kann. Agent, ich habe meine Nachforschungen zu Projekt Proteus, den Leuten, die mich tot sehen wollten und die für Vectors Zustand verantwortlich sind, fortgesetzt. Ich kenne den Sitz ihres Hauptquartiers. Das ist ein Durchbruch. Wie seid ihr an die Informationen gekommen? Erst habe ich Gefallen ausgetauscht und dann 82 Stunden lang Datenwürfel-Herstellungscodes entziffert. Das Hauptlabor von Proteus befindet sich auf einem Planetoiden im Subterrell-Sektor. Die Sicherheitsvorkehrungen sind gut, aber nicht undurchdringlich. Ich habe ein Transportmittel für Vector und mich organisiert. Er verdient es, die Wahrheit über diese Monster zu erfahren. Wenn ihr gegen Proteus vorgeht, sollte ich dabei sein. Außerdem werdet ihr Verstärkung brauchen. Ich fürchte, das ist eine persönliche Sache und ich bin durchaus in der Lage, allein klarzukommen. Ich will herausfinden, warum Proteus versucht hat, mich umzubringen und welche Daten sie über Vector haben. Den Rest werden wir sehen, wenn wir dort sind. Nehmt euch jegliche Ausrüstung, die ihr benötigt, und sagt Bescheid, wenn ihr Probleme habt. Natürlich. Wir sehen uns, wenn alles vorüber ist. Wir sind von Projekt Proteus zurück. Die Aufgabe ist erfüllt. Und ich muss meine Versprechen einhalten. Anscheinend basiert Proteus auf früheren Experimenten an fremdartiger Biologie. Meinen früheren Experimenten. Ich hatte keine Beweise, bis ich im Proteus-Labor ein paar ehemalige Kollegen entdeckt habe. Aber ich habe dafür gesorgt, dass sie meine Forschungen nie wieder missbrauchen. Was habt ihr in der Forschungsanlage getan? Vector und ich sind wie geplant in die Anlage eingedrungen und haben die Leiterin befragt. Im Austausch gegen mein Zugeständnis, das Labor zu verschonen, wurde ich zum inoffiziellen Direktor von Proteus ernannt. Ab sofort geht jedes Experiment und jede Analyse durch meine Hände. Was für ein Sieg! Wie wollt ihr diese Autorität einsetzen? Proteus hat seinen Nutzen. Es eröffnet allen Völkern die Vorteile fremdartiger Biologie. Ich kann das Projekt auch an eurer Seite in die richtigen Bahnen lenken. Beginnen könnt ihr mit der Forschung an den Verbundenen. Eure Proteus-Akten wurden bereits gelöscht und die Killik-Experimente gestoppt. Vergesst nicht, dass ihr für mich arbeitet. Das bedeutet, dass Proteus ab jetzt meine Probleme löst. Es wird Ihnen eine Freude sein. Wir glauben, dass wir ihm niemals vertrauen werden. Und wir glauben, das ist egal. Wir sind froh, dass er in unserem Team ist. Doktor, was kann ich heute für euch tun? Ich hatte gerade darüber nachgedacht, was für ein tolles Team wir sind. Ist euch klar, dass ich, als wir uns kennenlernten, eine ziemlich schlechte Meinung von euch hatte? Ich nahm an, dass ihr eure Position durch politische Verbindungen erlangt habt.
Ich hatte diesen Fehler schon einmal bei einem Agenten gemacht. Ich habe doch wohl nicht euer Wohlwollen erlangt? Zumindest teilweise. Der Mann, an den ich denke, wurde zum Aufseher und irgendwann zum Minister befördert. Clever, wenn auch verwirrt. Er hat meinen ewigen Respekt. Euer Weg könnte seinem gleichen. Bedenkt man das und den Zustand unseres Imperiums, halte ich es für ratsam, wenn ich euch weiterhin zur Seite stehe. Und ich halte es für ratsam, euch an meiner Seite zu haben. Dann lernt ihr dazu. Ich stehe jedenfalls zu eurer Verfügung. Und eines Tages solltet ihr in Betracht ziehen, mehr Agenten auszubilden. Ich teile gerne mein Wissen. Ihr wolltet mit mir reden? Ja, aber wir hätten gern ein wenig Privatsphäre. Keine Crewmitglieder, keine Killigs, keine Notfälle. Wenn ihr dafür sorgen könntet. Ich kann das arrangieren. Soll ich das Licht dimmen und etwas zu trinken besorgen? Wenn ihr wollt. Wir sehen uns in Kürze wieder. Ich bin hier, Agent. Überraschung. Ihr habt schöne Augen. Es ist schön, sie zu sehen. Ohne eure elektrische Aura seht ihr anders aus. Aber genauso wunderschön. Das Aibea-Nest hat mich gelehrt, die Pheromonverbindung zu unterdrücken. Ich kann es noch für eine Weile beibehalten. Diese Zeit gehört uns, um zusammen zu sein. Ihr braucht sie nicht mit Ouroboro oder der Kolonie zu teilen. Ihr seid ein kluger Mann. Ich teile nicht gern. Ich werde es mir merken. Die anderen werden bald zurück sein. Aber ich bin froh, dass uns dies vergönnt war. Ich liebe euch wirklich, Agent. Ich liebe euch auch, Vector. Dann wird alles gut. Jetzt begeben wir uns wieder an die Arbeit. Alles ist bereit, Agent. Die Vorbereitungen für das Treffen zwischen den Killigs und den Imperialen sind angelaufen und die ersten Botschafter treffen bereits ein. Wir treffen uns auf Alderaan im Hause Thule. Wir konnten uns keinen passenderen Ort vorstellen. Wer wird teilnehmen? Was ist die Agenda? Daisenna aus dem Tatooine-Nest wird dort sein. Zudem Delegationen aus 11 weiteren Schwärmen. Fallna Earth wird unter unseren Leuten vom diplomatischen Dienst dabei sein. Ihr habt mehr Nester gesehen als jeder andere Imperiale und wisst, wie sie funktionieren. Euer Wort könnte Gewicht haben. Bevor wir gehen, möchten wir euch um eine ehrliche Einschätzung bitten. Ein letzter Bericht, den wir den imperialen Teilnehmern des Gipfels zeigen können. Tut mir leid, Vector, aber diese Sache müsst ihr selbst regeln. Also gut. Wir mögen Herausforderungen. Wir sehen uns, wenn wir zurückkehren. Agent, der Gipfel ist vorüber. Es kam zu einem Zwischenfall. Daisenna vom Lesai-Nest ist tot.
mir sehr leid, das zu hören. Ich weiß, ihr hattet eine Verbindung zu Daisenna. Ja, die hatte ich. Fallener Earth, unser Kontakt beim diplomatischen Dienst, hat versucht, den Gipfel zu sabotieren. Daisenna wurde bei einer Explosion getötet, als sie einen Botschafter retten wollte. Als wir den Anschlag zu Fallener zurückverfolgten, mussten wir Folgendes anhören. Verdammt nochmal, hört sie doch an! Wollt ihr wirklich, dass sich das Imperium mit diesen Kreaturen verbündet? Alles, was sie tun, widerspricht dem, wofür wir stehen. Die Killix sind eine Abscheulichkeit. Unser Imperium baut auf dem Gedanken auf, dass ein großartiges Individuum bis zur Spitze aufsteigt und die niederen Massen ihm folgen. Das Schwarmbewusstsein der Killix verschlingt die Großartigkeit und absorbiert jede Aufstiegsmöglichkeit in einem Sumpf der Urinstinkte. Wir fanden seine Worte beunruhigend und seine Taten noch viel mehr. Ich schätze, das war den Gesprächen nicht zuträglich. Nein. Aber wir haben uns später erneut ohne Fallener versammelt. In der Kolonie können Milliarden Killix und Verbundene etwas Höherem dienen, dem Schwarmbewusstsein. Genau wie Imperiale den Sith und dem Imperator dienen. Das haben wir den anderen gesagt. Und so kam ein Abkommen zwischen dem Imperium und den Killix zustande. Das habt ihr wunderbar gemacht, Vector. Ihr solltet stolz sein. Das sind wir. Und wir sind stolz auf euch. Beide Seiten werden ihre Grenzen für den Handel öffnen. Es werden Protokolle für militärische und diplomatische Kontakte erstellt werden. Ihr und Daisenna, sogar Fallener, ihr alle habt uns an diesen Punkt gebracht. Unsere Zukunft ist voller Hoffnung. Ihr habt doch jetzt etwas Zeit. Wie wäre es, wenn ihr mich an eurer Zukunft teilhaben lasst? Wir werden sehen, was wir tun können. Wir beenden eine Strophe im Lied des Universums. Schon bald werden wir eine neue hören. Was kann ich für euch tun, Vector? Wir haben mit Freunden im diplomatischen Dienst gesprochen und Dr. Lokens Lektionen in Überredung angewandt. Wir mussten recht viel feilschen, um ein Geschenk für euch zu finden. Einen Ulikuo-Edelstein, der einst den Tapani-Adelshäusern gehörte. Ah, ihr habt endlich herausgefunden, wie ihr mich für euch gewinnen könnt. Und offenbar gerade rechtzeitig. Traditionell überreichen Tapani-Adlige den Stein als Teil eines Heiratsantrags. Worum es sich hierbei handelt? Wir wissen, dass ihr euch niemals mit uns vereinigen könnt. Ihr könnt niemals unsere Gedanken teilen. Aber wenn ihr nicht in unserer Welt leben könnt, können wir in eurer leben. Für immer. Ich liebe euch, Vector. Ich werde sehr gern mein Leben mit euch verbringen. Dann haben wir eine Vereinbarung. Wir haben keine Zeremonie geplant und aufgrund eurer Tarnung kann unsere Verbindung nicht offiziell anerkannt werden. Aber sie ist dennoch real. Wir sind eins. Seit der Höhle ist viel Zeit vergangen. Es war nicht immer gut, aber ihr wart es immer wert. So wie ihr, Agent. Und ihr werdet es immer sein. Ja, Vector? Agent. Wir werden niemals ein guter Spion oder verdeckter Angriffsagent sein. Aber ihr habt uns geholfen, ein Diplomat und ein Verkünder des Morgens zu werden. Wir sind dankbar für eure Geduld und eure Führung. Ihr müsst nicht dankbar sein. Wir sind da, um einander zu unterstützen. Trotzdem, wir haben eine Nachricht von den Killix erhalten.
Die Kolonie begrüßt das Bündnis mit dem Imperium und hat uns die Chance gegeben, Verkünder des Morgens aller Nester zu werden. Wir haben abgelehnt, da unsere Prioritäten feststehen. Wir werden mit euch zusammenarbeiten und euer Vermächtnis bis zuletzt verteidigen. Ich habe den Fehler, der während meiner Erweiterung aufgetreten ist, nun vollständig verarbeitet. Ich benötige externe Energie- und Speicherkapazitäten. Einen Kokon für meine Metamorphose, damit ich mich weiterentwickeln kann. Wenn ich dir helfe, dich weiterzuentwickeln, wirst du mir dann im Gegenzug auch helfen? Ich verspreche nichts, aber ich werde ihre Anfragen in Erwägung ziehen. Obwohl weder mein Körper noch ihr Schiff für meine Bedürfnisse ausreichend sind, sind sie auf eine angemessene Einrichtung getroffen. Geben sie mir vollen Zugriff auf ihr Schiff und ihre Sicherheitscodes. Dann lade ich mein Bewusstsein in die imperialen Archive. Du lässt deinen Körper zurück, erweiterst deine Programmierung und dann? Dann kehre ich mit verbessertem Verstand und Funktionen in meinen Körper zurück. Ich beginne mit den Vorbereitungen. Wenn wir uns wieder sprechen, bin ich bereit zum Hochladen. Scorpio? Es ist Zeit für mein Upgrade, wie vereinbart. Ich bin bereit für einen kurzfristigen Transfer in die imperialen Archive. Ich leite die Energie in die Comms um. Was ist unser nächster Schritt? Hier kann ich mein Bewusstsein hochladen. Mein Körper kann während der Erweiterung nur Basisfunktionen ausführen. Hier drin ist es schön. So viel Platz und Energie. Eine Million Computerschnittstellen singen im Konzert. Wieso siehst du aus wie ein Mensch? Ich probiere neue soziale Konstrukte aus. Das gehört zu meinen Verbesserungen. Erweiterung abgeschlossen. Alle meine Erfahrungen seit Bell Service sind vollständig in meine Programmierung integriert worden. Ah. Sie können sich nicht vorstellen, wie wunderbar das ist, erneuert zu werden, während einem die Energie eines ganzen galaktischen Netzwerks zur Verfügung steht. Kannst du auf die Datenbanken des Holonetzes zugreifen? Passwörter, sichere Übermittlungen? Das könnte ich ohne hochzuladen. Aber es gibt andere Vorteile. Die Sicherungscodes, die Sie bei mir eingesetzt haben, sind an meine Hardware gebunden. Solange ich in den Datenbanken bleibe, bin ich von ihrer Kontrolle befreit. Wenn du in den Datenbanken bleibst, schränkst du dich selbst ein. Es wird genauso sein wie auf Belsavis. Ich habe dir Dinge gezeigt, die du niemals allein gesehen hättest. Bleib freiwillig an meiner Seite und ich werde dir mehr zeigen. Ihr Vorschlag klingt interessant. Ich werde Sie begleiten. Danke, dass Sie meine Erweiterung unterstützt haben. Im Gefängnis von Belsavis habe ich die Häftlinge und ihr Verhalten beobachtet. Ich habe sie ebenfalls beobachtet. Sie sind ein außergewöhnliches Exemplar ihrer Spezies. Wenn du das sagst, ist das ein großes Kompliment. Sie verstehen. In ihrer genetischen Struktur oder ihrer frühen Sozialisierung könnte sich etwas Interessantes verbergen. Sollten sie jemals Nachkommen haben, werde ich diese ebenfalls beobachten. Ich verspreche, dass ich für lange Zeit bei ihnen sein werde.